Ja, willkommen zu diesem kleinen Abstimmungsvideo, denn die 25. Folge ist ja von Eurotruck Simulator 2 der neuen Staffel durch und da diese Staffel alle 25 Folgen eine Eventwoche haben soll, wo es an 7 aufeinanderfolgenden Tagen ein Eurotruck Simulator 2 Video gibt, bei dem ihr abstimmen könnt, was in dieser Woche passieren soll. Und dieser Moment ist gerade gegeben. Die ersten 25 Videos sind jetzt mittlerweile im Kasten. Jetzt könnt ihr abstimmen, was passieren soll. Und ich habe mich ein bisschen überlegt, ein bisschen geschaut, was kann man machen, wo kann man gute Abstimmungen machen. Ich habe schon in der Vergangenheit einige Abstimmungen gemacht, auch teilweise als Moderator bei Twitch, und habe dann einige Anbieter mehr oder weniger durchgehabt und die nicht so viele Auswahlmöglichkeiten hatten, und da es sehr viele Auswahlmöglichkeiten geben sollte und wird, habe ich dann ein bisschen umgeschaut und bin dann endlich fündig geworden bei Google und habe dann etwas vorbereitet. Ihr habt in der Beschreibung einen gekürzten Link zu diesem Formular, das wie folgt aussieht. Ja klar, ne, es ist die erste Eventwoche. Ihr habt halt hier verschiedene Fragen. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 verschiedene Fragen ausgesucht und dazu Auswahlmöglichkeiten gegeben. Und ihr könnt abstimmen und entscheiden, wohin die Reise in dieser Woche, in der kommenden Woche gehen wird. Ihr habt Zeit bis zum 18.03. um 21 Uhr abzustimmen. Dann schließe ich das Ganze und ihr habt, wie ihr sehen könnt, einmal, welchen Auflieger soll ich in der Eventwoche nutzen. Dann haben wir einige zur Auswahl, einmal halt von Krone, weil ich das Krone-DLC habe. Ihr könnt einfach hier mehrere Sachen auch auswählen und so weiter und so fort. Ihr könnt dann einfach hier auf die Bilder klicken, die ich aus dem Game selbst genommen habe. Wenn ihr aber der Meinung seid, ich soll einfach gar keinen Trailer nehmen, dann könnt ihr einfach auf gar keinen drücken. Aber ihr habt jede Menge Möglichkeiten, ihr könnt von mir aus euch alles auswählen. Im Endeffekt entscheidet ihr als Gemeinschaft dann, welches Fahrwerk soll der Auflieger haben. Wenn es dann halt gar keiner wird, dann fällt das hier auch wiederum weg, wenn dann hier entschieden wird, dass es gar keiner werden soll. Und dann habt ihr noch als drittes, was für Aufträge soll ich fahren? Ob ich externe Aufträge fahren soll, normale Aufträge oder Spezialaufträge. Also, ne, wenn ich jetzt einen Trailer habe, dann sind die normalen Aufträge halt der Frachtmarkt oder halt der externe Frachtmarkt. Ich war auch überlegen, ob ich einfach irgendwelche Länder nehme, noch mit zur Auswahlmöglichkeit, aber habe es dann doch erstmal sein gelassen, da die Karte noch relativ wenig befahrbar ist, aber ich hätte es auch nehmen können. Nichtsdestotrotz könnt ihr auch noch zuletzt, wenn euch doch die paar Sekunden nehmt, dann nochmal sagen, was ihr denn beim nächsten Event als Auswahlmöglichkeit mitnehmen soll in dieses Formular. Wie gesagt, 21 Uhr am 18.03.2021 läuft diese Abstimmung aus. Die werde ich dann auswerten. Ich werde dann wahrscheinlich nochmal ein kurzes Video zu machen, wie denn die Entscheidung, wie denn das Ganze ausgefallen ist. Ich versuche die ganze Woche das zu einer bestimmten Uhrzeit zu machen, dass ich sage, jeden Tag in der nächsten Woche. Also stimmt fleißig ab und entscheidet, wo die Reise hingeht. Danach geht es auch regulär im wöchentlichen Rhythmus weiter. Aber erstmal 7 Tage in Folge. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.